Hallo und herzlich willkommen zurück zur 8. Folge von Monster Hunter World. Ja, also in der letzten Folge sind wir ja auf unsere erste Expedition gegangen, haben eben einen geeigneten Lagerplatz finden müssen, um dort ein Lager zu errichten. Das haben wir dann auch getan, jedoch war dort eben ein PK, der sich dort eingenistet hat, also mussten wir den beseitigen, haben wir auch getan. So. Und jetzt kann ich ja mit großer Freude sagen, jetzt geht es eben von meinem eigentlichen richtigen Spielstand weiter. Denn bei meinem richtigen Spielstand, den ihr hier jetzt auch schon seht, bin ich eben Hauptstory-mäßig genau an der gleichen Stelle, das heißt Expedition gemacht, hab mit dem Kommandanten geredet, seht ihr auch rechts oben, rede mit dem Kommandanten, da sagt er eben, ja, wir gehen eben jetzt auf die Jagd nach den Peki, damit wir den Lavastein untersuchen können. So. Und jetzt zeige ich euch auch gleich mein Spielstand, mein richtiger. Ihr seht schon, Forschungspunkte 17.425 mittlerweile. Zennis, also Geld, habe ich 33.190 und das war schon bei weitem mehr. Ich habe nämlich schon wahnsinnig viele Waffen abgegradet und verbessert. Ja, dann seht ihr auch schon, ja, so mal den Angriffswert, Verteidigung, alles schon ein bisschen besser, weil ihr seht, ich habe hier schon eine bessere Insektenklefe. Und zwar ist es die Klingen-Insektenklefe, die hat jetzt 319 Schaden sogar. Gut, ich dachte 310, das wäre nämlich genauso viel wie die Knochenwaffe Stufe 2. Die hat jetzt auch einen Geschwindigkeitsboost bei Kinsekt-Bonus und Affinität 10%. Das heißt, eine 10%ige Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer und das, ja, das merkt man beim Kämpfen, man merkt das deutlich, wann man kritische Treffer macht und das, ja, es passiert nicht selten und das macht sich stark bemerkbar. Abgesehen davon, seht ihr, beim Schärfegrad ist es jetzt nicht nur rot, orange und gelb, sondern auch noch grün. Das heißt, ich habe hier deutlich mehr bzw. längere Schärfe der Waffe. Ja. Ja, und auch der Verteidigungswert. Ich habe zwar noch immer die Knochenrüstung, allerdings ist die schon viel weiter verbessert. Ja, mal das Grundlegende. Und jetzt zeige ich euch auch, ja, forschungsmäßig, ja, Großjagras Stufe 3. Und ihr seht auch schon, ich habe 22 von diesen Mistviechern schon getötet, ja. Und jetzt gerade vorher auch habe ich das größte Exemplar erwischt. Da, deswegen ist da auch eine Krone, eine kleine Krone. Dafür habe ich eine Trophäe bekommen. Ja, also 22 Mal habe ich den Großjagras schon getötet. Dann den Kulu Yaku, auch schon 9 Mal mittlerweile. Auch Stufe 3, also habe ich auch schon sämtliche Informationen vom Puke Puke, obwohl ich noch gar nicht gegen den gekämpft habe, habe ich aber auch schon Spuren von ihm gesammelt und habe da auch schon Physiologie, das heißt, ja, Kopf ist ein Schwachpunkt, der ist brechbar, sogar mit allen Waffen 3 Sternen, die Flügel sind auch brechbar, auch ein Schwachpunkt, ja, hier allerdings 2 Sterne und der Schwanz ist abtrennbar, ist auch ein Schwachpunkt, hat auch 2 Sterne und ja, es ist ein Wassermonster und er ist anfällig gegen Donner. Und ihr seht auch schon bei dem abnormen Status, er ist sehr anfällig gegen Schlaf und gegen Lähmung. Und ja, da komme ich dann gleich nochmal darauf zurück. Dann vom Anjanat, kennt ihr sicher noch, ja, der riesige T-Rex-ähnliche. Mit dem habe ich übrigens noch eine Rechnung offen. Ja, erzähle ich euch dann vielleicht. Den werden wir uns dann nämlich auch vornehmen. Mittlerweile werde ich den nämlich packen, auf jeden Fall. Ja, habe ich auch schon komplette Daten. Und sogar Rathalos habe ich auch schon entdeckt. Fehlt noch ein
bisschen was auf Stufe 1. Ja, ich denke mal, dass der aber ja noch ein ganz anderes Kaliber ist wie der Anjanat. Also ich denke, der ist noch bei Weitem stärker. Aber gut. Ja, mein Palico ist mittlerweile, also ich bin ja Jägerrang Stufe 2. Noch immer, weil das steigt ja zumindest momentan nur bei Hauptquests. Ja. Mein Palico ist mittlerweile schon Stufe 11. ich habe auch schon einen Schnurtrubler freigeschaltet. Das sind auch so Palico-ähnliche Wesen. Die begleiten einem dann auch noch zusätzlich. Ja, dann ist der Palico mit dir unterwegs und dieser Jagdanführer von den Schnurtrupplern. Und zusätzlich hat man dann auch noch so ein Schnurtruppler-Monster. Das kann mein Palico machen. Das heißt, wenn ich gegen kleine Jagras kämpfe, kann der Palico einen Jagras, wie soll ich sagen, ja, bezaubern, sage ich jetzt mal, ja. Und der kämpft dann für mich, der kleine Jagras, ja. Also, der steht auch dann, ja, und am Palico steht Jagras, hat auch einen Gesundheitsbalken und der läuft auch mit mir mit und kämpft auch mit mir mit. Das heißt, wenn ich dann den Schnurtruppler, also den Jagdführer auch dabei habe, habe ich meinen Palico, den Jagdführer und ein Monster auch noch. Das heißt, ich habe drei Begleiter. Abgesehen davon, mein Palico hat mittlerweile 200 Gesundheit. Der hat normalerweise 100. Ja? Er hat auch bis jetzt immer nur Angriff und Verteidigung dazu bekommen, bis Stufe 10. Und jetzt bei Stufe 11 hat er, glaube ich zumindest, ja, das erste Mal Gesundheit dazu bekommen. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, vielleicht hat er vorher auch schon mal Gesundheit bekommen. Ja, aber jetzt ist es mir halt wirklich sehr aufgefallen, Gesundheit, Angriff und Verteidigung. Jetzt hat er 200 Gesundheit, Alter, doppelt so viel wie ich, ja. Und auch sein Verteidigungswert, ja, 192, ja, auch viel höher wie meiner. Affinität hat er auch 10%, also der ist ein Hammer schon. Ja, das Coole ist, anfangs hat er ja nur diese Vitalitätswespenbombe. Da heilt er mich ab und zu damit, ja. Dadurch, dass ich aber diesen Schnurtruppler entdeckt ist gut, ja. Man geht dorthin, dann man sieht ihn und er läuft dann weg, ja. Und dann startet eine ewig lange Verfolgungsjagd. Ihr müsst euch vorstellen, man ist da so im vierten, fünften Stockwerk in den Bäumen, also in den Baumkronen, ja. Also wirklich unglaublich hoch oben, ja, dahin zu kommen ist schon mal, puh, ja, harte Arbeit, ja, und dann rennt dieser Penner auch noch von mir weg und, ja, und dann startet eine, ja, 10-15-minütige Verfolgungsjagd, ja, wo man so über die Lianen schwingt und mit dieser Keilkäfer sich einhakt und rüber schwingt und ja, also wirklich eine Hollywood-reife Verfolgungsjagd war das. Ja, und ein Fehler und du fällst hinunter und du kannst dann nochmal hinauf kreuen. Also ja. Ja, und als ich ihn dann schließlich hatte und er keinen Bock mehr hatte, weiter davon zu rennen, hat er sich mir dann angeschlossen. Ja, und dann habe ich eben das bekommen, Blitzfliegenkäfig. Und das ist viel besser als der, ja, als das erste Gadget, weil das baut der Palico auf und das kann man dann aktivieren und das blendet den Gegner. Und das ist wahnsinnig effektiv, weil beim Coole Yaku zum Beispiel, dem blendet das wirklich gute 10, wenn nicht sogar 15 Sekunden ist der komplett geblendet, ja. Das heißt, du kannst wirklich so dermaßen auf den eindreschen, ja, und gleich auf die Schwachpunkte, gleich am Kopf, ja, bam, 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 ja, und das wirklich 10, 15 Sekunden lang, ja, also da kannst du ihn richtig fertig machen und jedes Mal in die 10, 15 Sekunden breche ich ihm, ja, ein Körperteil, ja, also Kopf gebrochen, ja, Arme gebrochen, also das ist wirklich ein Wahnsinn. Und das war jetzt auch auf Stufe 4. Da war es eben Blitzfliegenkäfig, jetzt ist es Stufe 5 und jetzt heißt es eigentlich sogar schon Donnerfliegenkäfig. Also bin gespannt, was sich da jetzt ändert, ob das noch wirkungsvoller ist.
Werden wir dann sehen. Ja, mein Palico könnte schon Anjanath-Ausrüstung tragen. Da ich den Anjanath aber noch nicht besiegt habe, ja, habe ich ihm die Rüstung noch nicht, kann ich ihm die noch nicht herstellen, außer einer, nämlich den Anjanath-Helm. Den Teil habe ich nämlich bekommen, wie ich einen Kadaver untersucht habe, den eben der Anjanath zurückgelassen hatte. Und da habe ich eben das Objekt bekommen, das dafür notwendig war. Und ihr seht schon, Verteidigung 10, ja. Zum Vergleich, das hatte er vorher, den Knochenhelm, da hat er Verteidigung 4, ja. Also hier hat er 10 Verteidigung, ja. Und auch von den Elemente, ja, ist es, ja gut, plus 3, naja gut, von den Elemente ist es gar nicht so, plus 3, aber minus 3, minus 1, minus 1, aber trotzdem wahnsinnig stark. Und vor allem die Waffe wäre wahnsinnig stark. Ja. Gut, das wollte ich euch nur zeigen. Ach ja, und ihr wisst schon, diese rosenen Vögel, die ich so vergeblich versucht hatte einzufangen, die habe ich auch schon. Und zwar, genau, sind das die. Das sind diese Vögel, die ich jetzt in den Let's Plays immer einfangen wollte, aber nicht geschafft habe, aber auf dem Spielstand habe ich schon 3 davon gefangen. Ja. Und von den Schäferhäschen habe ich ja gesagt, hey, da ist ein andersfärbiger, ein rosaner. Den habe ich jetzt auch gefangen. Und zwar ist es dann kein Schäferhase, sondern ein Pilotenhase. Und der sieht, ja, noch herziger aus. Jupp. Gut. Habe ich mir von jeder Waffe, ihr seht es hier, ja, schon die Eisen- und die Knochenwaffe angefertigt, ja, wirklich von jeder, ja, von jeder, sogar von diesen, ja, von diesen Lanzen und Gewehrlanzen, die ich ja überhaupt nicht so leiden kann, ja. Meine Meinung zum Katana hat sich etwas geändert, also, ja, anfangs sagte ich ja, naja, ich meine, ich bin nach wie vor der Ansicht, dass die Insektenklefe vor allem mit den Buffs dann schnellere, flüssigere Kombos hat, vor allem auch das Doppelschwert. Aber das Katana, das Langschwert, ist, ja, es hat doch auch ganz gute Kombos. Also ganz so, ich meine, ich habe es nicht ganz mies gemacht, so war es ja auch nicht. Aber ich muss zugeben, ja, da habe ich mich ein bisschen geirrt. Es ist schon wirklich, es ist eine gute Waffe, ja. Und vor allem, weil ich eben viele Gildenkarten geschickt bekommen habe, habe ich eben gesehen, hey, viele spielen mit dem Langschwert. Und dann habe ich mich mal im Internet informiert, eben, welche Waffen am beliebtesten sind und am meisten gespielt werden. Und, ja, da wurde ich bestätigt, sowohl im Single- als auch im Multiplayer-Modus auf Platz 1 ist die ist das Langschwert, also das Katana. Also im Single- und Multiplayer-Modus spielen die meisten, also die ist die beliebteste Waffe, das Langschwert, das Katana. Und die zweitbeliebteste ist meine Insektenklefe. Und auf Platz 3 kommt dann gleich der Jägerbogen. Und auf Platz 4 war dann das Doppelschwert. Aber ihr seht schon, hier Knochenklinge 2, hier habe ich schon die Jagras-Klinge, ja. Also, ihr seht schon hier die, ja, erste Verbesserung, zweite Verbesserung und schon die dritte Verbesserung, ja. Sieht auch schon ganz cool aus, die Waffe. Und das habe ich auch hier zum Beispiel schon beim Katana, ne? Da wäre 15% Affinität. Ja, auch hier. Ja, also bei wirklich jeder Waffe habe ich das schon. Hier beim Knüppel, beim Knochenknüppel, 624 Angriff, Schärfe eben auch schon mit einem grünen Balken, 15% Affinität. Ja, und dieser Dudelsack, der anfangs urblöd ausschaut und der auch sehr wenig gespielt wird im Singleplayer-Modus. Im Multiplayer-Modus wird es ein bisschen mehr gespielt. Aber das ist auch eine gute Waffe, ganz ehrlich, ja. Hat auch super Angriff,
auch 15% Affinität und man hat Noten, man kann Noten spielen, ja, hört sich blöd an, Musik spielen im Kampf, aber da kann man sich auch ordentlich hochbuffen, ja, und vor allem im Multiplayer-Modus, wenn man eben in der Gruppe unterwegs ist, bufft man damit auch seine ganze Gruppe hoch, ja. Was ja mit den Second-Leafen nicht so ist, ja, außer eben das Heilungs, ja, diese Heilungswolken, ja, das schon, das betrifft schon die ganze Gruppe, aber der Rest eben nicht, ja. Ja, hier jetzt sind nicht so gute Sachen, Winddruck negiert, ja, da gab's bessere, so wie hier, ja, Verteidigung hoch, Ausdauernutzung reduziert, Selbstverbesserung, Eiswiderstand Boost, ja, also, es ist eine starke Waffe, mit viel Schaden, mit Affinität, und auch mit, hier zum Beispiel mit Lähmung, ja, 120 Lähmung, ja, so wie beim Hammer, der hat ja auch, wenn man auf den Kopf schlägt, eben einen Lähmungseffekt oder Betäubungseffekt, ja, jedenfalls, also, ja, und ja, das, sogar hier von der Lanze habe ich es verbessert, obwohl ich, ja, von der halte ich, ja, wirklich nichts. Sie ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht, aber es ist halt eher so eine defensive Konterwaffe und ja, das ist halt nicht so meins, ja. Das leichte Bogengewehr, das schwere Bogengewehr und auch den Bogen, ja. So, und jetzt kommt auch Folgendes. Den Bogen werde ich mir jetzt nämlich ausrüsten gegen den Peki Peki, weil der nämlich anfällig gegen Lähmung und Schlaf ist. Und ihr seht, mit diesem Bogen, dem Kulu-Pfeil, das ist eben auch die dritte Verbesserungsstufe, kann ich folgende Beschichtungen einsetzen. Ja, also Nahdistanz, die normale halt, Lähmung, Schlaf und Explosion. Und Lähmung und Schlaf ist der PK-PK anfällig. Das heißt, mit dieser Waffe gehe ich in das Gefecht. So, wollte ich euch noch kurz zeigen, also hier wirklich schon wahnsinnig viel. Ja. Ja, und jetzt zeige ich euch noch was ganz Witziges. Da bin ich nämlich jetzt vorhin erst drauf gekommen. Hier bei der Kantine, bei den Miaus Kulera Koch, ist ja immer ein Rufzeichen gewesen. Ne? Und ich dachte am Anfang, ja, da ist ein Rufzeichen, weil, ja, bedeutet eben, Alter, vergiss nicht, Nahrung einzunehmen, ja, bevor du zur Quest aufbrichst. Ja. Nur blieb dieses Rufzeichen, ja, auch nachdem man gegessen hat. Das war immer da, das Rufzeichen, ja. Und jetzt dachte ich mir vorhin dann, ja, weiß nicht, ist mir dann so ein Licht aufgegangen, Alter, warum geht das Rufzeichen nicht weg, ne? Und dann dachte ich mir so, hey, kann man mit dem sprechen? Weil ich wusste ja, man kann dann für den Koch eben auch Quests machen und gewisse Zutaten besorgen. Und dann denke ich mir so, kann man mit dem reden? Kann man hier hinten rum? Ja, und dann bin ich eben drauf gekommen, Leute, ich meine, es wird eh schon jeder wissen, ja, nur mir ist das halt bis jetzt entgangen. Also, ja, wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt, auch nicht unfehlbar. Ich übersehe auch mal was. Ja, man kann eben hier nach hinten und mit ihm sprechen. Hey, Partner! Ja, es wird Zeit, dass wir auf Puke-Puke-Jagd gehen. So ist es. Ja, so schaut's aus. Ja, Puke Puke. Ja, und ich habe auch hier schon drei Lager freigeschaltet. Ja, also südwestliches eh von Anfang an, nordwestliches oben bei Gebiet 7 und nordöstliches Lager, Gebiet 11. Und ich habe auch schon bei Gebiet 6 noch einen Lagerplatz entdeckt. Ja, der muss jetzt dann praktisch nur noch, ja, auch freigeschaltet, aktiviert werden, dass dort auch ein Lagerplatz entsteht und ich den nutzen kann. Dann hätte ich schon 4. Jo, Puke Puke, der ist eigentlich hier da oben. Ich werde aber hier starten.
dass ich mir noch ein paar Schlafkräuter checken kann. Die brauche ich nämlich noch mehr. So. Ja, dann muss ich noch verwalten. Beruhigungsbombe, meine Fallen, falls ich sie brauche, falls man vielleicht gleich fangen. So, dann brauche ich hier auf jeden Fall das hier. Entfernt alle Giftstoffe und stellt Gesundheit wieder her. Geringfügig. Und die Nullbeere. Die heilt nämlich verschiedene Pestarten, weil der Puke, der spuckt gerne irgend so eine Säure und die verursacht dann alle möglichen, ja, Negativzustände. Und daher nehme ich mir das auf jeden Fall mit. Und ja, und dann zeige ich euch, habe ich mir auch schon. Und darum sage ich auch, den Anianat besiege ich jetzt. Weil erstes Mal habe ich jetzt eine bessere Waffe und schon die Rüstung wieder verbessert seit dem letzten Kampf gegen Anianat, wo er mich dann besiegt hat. Ich hatte ihn schon fast, er ist schon in sein Nest gegangen, um sich zu regenerieren. Und ich konnte ihn leider nicht fangen, weil, ja, ich hätte ihn da schon fangen können, aber da fehlte mir noch das Beruhigungsmittel. Also musste ich gegen ihn kämpfen und dann, ja, kam es halt blöd zusammen und er hat mich dann noch, ja, ohnmächtig gemacht. Aber ich hatte ihn schon fast. Aber jetzt bessere Waffe, noch mehr Verteidigung. Und außerdem, jetzt habe ich mein komplettes Tortenmenü schon angepasst. Also Item Standard, Heilen und Kurieren, Aufpowern und Support und Fallen und Specials. Und hier habe ich den Maxi-Trank. Stellt Gesundheit vollständig wieder her und maximiert den Gesundheitsbalken. Also Gesundheit 150. Dann habe ich hier Diamantpille. Eine Pille, die deine Haut vorübergehend diamanthart macht, also stärkt die Verteidigung, ja, beziehungsweise ist man vielleicht sogar vollkommen immun. Ja, das ist praktisch die Vorstufe von der Diamantpille. Ja, da habe ich hier so Pulver, das macht eben eine Wolke in einem Biriss in einer gewissen Umgebung, die eben kurzzeitig die Verteidigung verbessert, Angriff, hier ist es Heilung und heilt Gift. Und hier ist es nur Heilung. Und hier habe ich dann, ja, erhöht auch maximal Gesundheitsstufe geringfügig. Das ist aber auch schon das Bessere. Hier ist das normale Nährstoffe. Erhöht die maximale Gesundheitsstufe sehr geringfügig. Hier ist es dann geringfügig. Und das ist dann praktisch die Ultimativstufe davon. Vollständig. Also maximal. Heilt vollständig und maximiert den Gesundheitsbalken. Ja, und wenn ich mir das alles reinhau, ja, dann bin ich so hochgebufft und verstärkt. Ja. Jetzt kann es auch schon losgehen. Jetzt nehme ich mir nur meinen Bogen. So. Ich schaue nur noch mal kurz. Gift, Lähmung, Schlaf und Explosionsbeschichtung, perfekt. Ja, ihr seht, Schlafbeschichtung nur 2. Ja, ich weiß noch nicht, wie lang eine Beschichtung hält, aber es wird schon ein bisschen halten. Ja, vielleicht nehme ich mir sowas auch gleich mit, um das auch mal zu, ja, zu testen. Mal die Mega-Nährstoffe. Ah, hier ist es. Giftrauchbombe, genau. Verströmt eine giftige Nebelwolke und wird im Haushalt gerne gegen Ungeziefer eingesetzt. Ja, das möchte ich auch probieren. Das nehme ich mir mit. Und natürlich noch zur Kantine. Ja, ich habe mir auch schon vorher ein bisschen angeschaut. So, eigene Mahlzeiten kreieren. Ja, da habe ich aber leider nur begrenzt Möglichkeiten, kann leider nur 2 Zutaten auswählen. Wobei hier gar nicht schlecht, ja.
Ja, perfekt, perfekt. Das wäre genau das Richtige für jetzt, ja. Für die Pest. Dingsterums. Okay. So, was ganz Frisches habe ich leider nicht mehr. Schade. Ja. Ja, dann nehme ich halt das hier noch. Ja. Gut. Gesundheit plus 10, Apaliko plus 4, Ausdauer 25, Angriff hoch S, also Small, geringe Angriffserhöhung und Feline Walze. Ja. Aktivierungschance halber Stern leider nur. Aber das wäre sehr cool. Halbiert die Dauer von verringerter Verteidigung und beschleunigt die Pesterholung, ja. Gerade gegen ein PK-PK wäre das richtig cool. So, genau, das werden wir auch hier mal speichern und bestellen. So, meine erste eigene kreierte Mahlzeit. Aber wie gesagt, da habe ich eben noch sehr begrenzte Mittel. Sodass es meistens eigentlich noch besser ist, die fertigen Gerichte zu nehmen. Aber jetzt. Ah, leider. Leider habe ich das Feline Dingsterbums nicht bekommen. Naja. Aber gut, immerhin. Gut, dann bin ich, glaube ich, ausreichend vorbereitet. Ja. Passt, Leute, dann kann es losgehen. Gehen wir auf die Jagd nach dem. Gut, auf geht's. Treten wir den Puke Puke mal ordentlich in den Arsch. Ja, dann seht ihr hier auch schon, das ist eben das nordöstliche Lager. Ja, nordöstlich glaube ich. Auf jeden Fall eben ein anderes. So, dann. Ah, seht ihr, hier hat man jetzt auch eben Gegengift dabei, eben weil man das braucht gegen ein Puke-Puke, habe ich ja gesagt. Schnöpfe ich mir jetzt dann auch bald vor. Ah. So, dann könnt ihr jetzt gleich sehen, wie der Smoky dann. Einen Jagras. Oh, hier ist ein Großjagras auch noch. Ja, ich muss auch dazu sagen, seht ihr, Smokey hat schon einen Jagras. Das seht ihr, der eine Jagras hat jetzt dieses Pfotensymbol und er reitet sogar auf ihn. Oh, und Anjan ab. Oh, weg hier. Smokey nimmt einen Jagras und weg hier. Alter, ein Großjagras und ein Anjan hat auch noch. Alter Falter. Na, da geht's ja gleich voll ab erst. Bist du des Wahnsinns. Ja, ich bin jetzt nicht ganz so eingespielt mit dem Bogen. Ja, ich war nur kurz am Trainingsplatz vorhin, 5 Minuten. Ja, nur mir die grundlegenden Sachen anzuschauen. Aber der Bogen, wie gesagt, der ist auch richtig cool. Ja, nur treffen muss man halt. Aber es geht schon. Da seht ihr, das ist jetzt mein Jagras. Ja? Da ist so eine lilane Wolke. Er hat ihn eben manipuliert. So ein Pfotensymbol und ihr seht auch links oben Smoky und darunter Jagras und Gesundheitsbalken. Und der begleitet mich jetzt die ganze Zeit. Und jetzt könnte ich mir dann eigentlich noch den Schnurtruppler, den Jagdanführer auch noch holen, dass der uns auch noch begleitet.
So, ich gehe dann gleich zu den Schlafkräutern. Ja, träge Ameisenfracht. Hier sind doch die Ameisen. Zack. Ja, die Ameisen machen die Arbeit. Ich nehme ihnen die Beute ab. Dankeschön. So, Pilzkolonie. Da bekommt man eben diese Gourmet- oder sogar exquisiter Pilzhut. Und ich bilde mir ein. Oh, gleich nochmal. Und ich bilde mir ein, diese Gourmet-Pilzhütte wollte der Koch. Drum, wie gesagt, mal schauen dann nach der Quest. Müsste das eigentlich ja irgendwo dann abzuliefern sein. So, ja, mit den Insektenklebe würde ich hier normalerweise raufspringen können. Läuft jetzt nicht. Man kommt hier aber auch anders hinauf. Ist aber auch egal. Ich möchte jetzt. Das war ein Gebiet. Warte mal. Gebiet 14, ja. Ah ja, da bin ich eh schon ganz nah. Bin ich hier richtig gegangen. Ja, Götterkäfer. Egal, auf jeden Fall. Hier ist das Schlafkraut. Und hier haben wir es schon. Schlafkraut. Ja, her damit. So, da gibt es nämlich gleich drei Stellen, wo es Schlafkraut gibt. Spinnennetz brauche ich auch, ja. Blaupilz. So, von der Seite. Oh ja, kann ich sie auch einfangen. Sehr gut. Oh, der kleine Jagras, der flasht mich. Bist du narrisch? Auf einmal streckt er da sein Maul entgegen. So, dreimal Schlafkraut. Wunderbar. Noch eine Spinne. Ja, das Netz habe ich gar nicht zerstört. So. Egal, muss ich sich doch noch alle einfangen. Frechheit. Na super. Jetzt schon kein Platz mehr. Das sind übrigens diese Flugdrachen, in die man sich einkeilen kann, ne? Die dich dann transportieren. Das ist auch jedes Mal, wenn man von Lager von Astera zu einer Quest aufbricht, ne? Und sich da in so einen Flugdrachen einkeilt. Das sind genau diese. Und dann begeben wir uns gleich auf die Suche und auf die Jagd. Ah. da muss man wirklich aufpassen. Die kleinen Jagras, die sind nämlich echt absolut nicht zu unterschätzen. Ihr habt es schon gesehen, in dem einen Let's Play bin ich ja gestorben bei den kleinen Jagras. Ne? Gut, da habe ich auch sehr viel nebenbei geredet, habe nicht auf die Gesundheit geachtet. Aber das ist mir gestern schon wieder passiert, dass ich in einer Untersuchung bei den kleinen Jagras gestorben bin. Ja, das war so ein einfacher Grund, weil das immer so viele gleich sind. Die machen ja zwar nicht so extrem viel Schaden, aber dadurch, dass sie so viele sind. Okay, der ist erledigt. Ja, aber dadurch, dass es so viele sind, sind die echt absolut nicht zu unterschätzen. Ja, die kleinen Jagras, die sind, ja, wenn ihr mich fragt, sind die gefährlicher als der große Jagras. Weil wenn da wirklich so 5, 6, 7 Stück gleich auf einmal auftauchen, das kann schnell nach hinten losgehen. Ah, da ist er, mein Lehmpilz.
Da gebe ich jetzt. Das gehen wir weg. Was gehen wir weg? Die Qual der Wahl. Warte mal. Gegengift. Gegengift. Ach so, ja, ich habe ja das mitgenommen. Ja, das bessere schon. Ja, dann gehen wir das weg. So. So, zwei Limpilze sogar. Super. So, da drüben. Entschuldigung. Da drüben ist noch einer. Irgendwo. Sehr schön. Gut. Warte mal, hier ist auch ein Lehmpilz. Ah. Ja, so. Weil dort müssen wir eh hin. Dort irgendwo wird sich der Puke aufhalten. So. Fluss fahren. Ja. Sehr gut. Genau, hier ist der Käfer. Naja, ist mir alles schon zu schlecht. Ich will überall schon die besseren Sachen. Naja gut, passt schon. So, aber die Ausdauer, die könnte man mal wieder erhöhen. So, was haben wir da? Ein Blaupilz. Ja, zwei Pilze noch. Ah, achso, ja. Danke, brauchen wir nicht. Haben wir schon. So. Ah, warte. Fix, den erledige ich auch. Ist zwar urgemein, dieses arme Schweinchen zu massakrieren, aber ich sage euch gleich warum. Ha, und Untersuchung hinzugefügt. Es hat nämlich gesagt, dieses Schwein kann tolle Sachen erschnüffeln, ja. Darum bin ich denn dann mal nachgegangen, aber er hat irgendwie nichts erschnüffelt. Aber wenn man ihn tötet, kriegt man die Mooswiene oder Mooswein Mooshaut. Und die habe ich schon seit langer Zeit für eine Lieferung gebraucht. So, da gehen wir das Kraut weg, nehmen wir den Giftpilz. Ja, und als ich dann... Reizpilz. Und als ich dann eben im Monsterlexikon nachgeschaut habe, habe ich gesehen, ah, der stepperte Schwein, das gibt es her, ja. Und ja, dann habe ich ihn gleich beim nächsten Mal, habe ich ihn sogar gleich angetroffen. Und ja, habe ich ihn natürlich gleich abgemurkst, ne. Und ja, drum jetzt auch gleich wieder, weil ich werde das sicher wieder mal brauchen. So, ja, jetzt gehe ich da irgendwo. Ja, da hinauf gehören wir eigentlich nicht. Ah, aber sehr gut. Smokey, ja, rede mit ihm. Rede mit ihm, Smokey. Käferfänger, wenn du ein Monster hierher reitest, versuchen wir es zu fangen. Ah, cool. Cool. Das habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben. Das ist nämlich... Ach nein, das ist hier. Weil in Gebiet 5 ist nämlich auch noch so ein Typ. Okay. Seht ihr, das sind nämlich diese Typen, diese Schnürtruppler. Okay, wenn man Monster hierher lockt. Hat der Sprengnuss, die habe ich schon dabei. Kann man einsammeln. So, komme ich dann endlich zu meinem Pilz. Zu meinem Pilzchen. So, wo ist jetzt mein Pilz? Komm, ich möchte den Peki Peki jagen. Ja, da ist er. Da ist er jetzt. Irgendwo.
Blaupilz? Nee. Den wollte ich, will den anderen. Gott. Die Spähkäfer führen mich da total in die Irre. Ja, weil hier gibt es nämlich so viele verschiedene Ebenen. Ja, ist gar nicht so einfach. Okay. Gut, dann muss ich, glaube ich, doch hier hinauf und springe dann von da runter. Ja, sorry, dass ich da jetzt so viel herumlaufe und ja, aber keine Sorge, ihr bekommt dann noch Action zu sehen. Kann man jetzt hier gar nicht durch? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, die blasen dann auch immer so ein Horn. Daran erkennt man die. Ah, Honig. Aber der ist auch schon voll, oder? Na, doch nicht. So. Ja, und ihr seht schon, so geht das eben da hinauf, ja, und noch weiter hinauf und jo. So in etwa. Und das eine ganze Weile, bis man dann da oben ist. Efeu, den brauche ich aber. Den brauche ich. Da gehen wir irgendwas weg, weil den brauche ich unbedingt. Ja, gehen wir den blöd. Shit. Ach Gott, was gebe ich weg? Ich hasse das, wenn ich mich da immer entscheiden muss. Gehen wir das weg, ich habe eh noch gebratenes Steak, das tut die Ausdauer eh viel besser erhöhen. Ah, endlich. Mandragora, okay. Ich wollte zwar einen anderen Pilz, das brauche ich aber auch. Efeu und Mandragora. Eieiei. Ja, mittlerweile kenne ich schon ganz gut die ganzen Items und Objekte. Ja. Gut, dann gehen wir das auch noch weg. Ja, und genau hier ist es auch gewesen, ja. Da geht es dann noch ewig weiter rauf und ja, da verfolgt man dann auch diesen Schnurtruppler. So, sag mal, wohin schickt er mich eigentlich? Ja, ich wollte hier auf Ebene 1 zu dem fucking Lehmpilz und nicht auf Ebene 3 ins irgendwo hin Niemandsland, verfluchte Scheiße nochmal. Da, schau, ihr seht schon, wie weit, ja, und wir waren da jetzt erst, ja. Oh! Der Schnurtruppler hat dich verlassen. Nein! Warum? Verräter! Ah, shit, da waren gerade Puke-Puke-Spuren. Aber wie immer rennt mir dieser verfickte... So, jetzt Puke-Puke. Dieser verfickte Anjanat genau über den Weg. Ah, sehr schön. Okay, Leute. Ja, dann pfeife ich auf den Lehmpilz. Denn jetzt haben wir schon die Puke-Puke-Spuren gefunden. Ah, warte mal. Die gehen aber eigentlich in die Richtung. So, eigentlich sollte ich umdrehen. Aber eigentlich egal. Wir brauchen nur genug Fußspuren sammeln und schon wieder Untersuchungen hinzugefügt. Nur genug Fußspuren sammeln, dann werden wir den Puke Puke eh gleich auf der Karte angezeigt bekommen, wo er sich aufhält, wo er sich versteckt und verkrochen hat. Na, Jaras brauchen wir nicht. Oh, ich freue mich schon auf den Kampf gegen Puke Puke. Okay, also hier ist nur mehr
Große Jagras und Anja Nord. Das könnte dann ein bisschen, jo, ein bisschen riskant werden. Ah, hier ist der Bitterkäfer. Ja, weil der Anja Nord läuft da die ganze Zeit in der Gegend herum. Und der Große Jagras auch noch, ja. Gut, Große Jagras ist jetzt kein Problem für mich, aber... Aber ja, der... Der Anja Nord, ja, definitiv schon. So. Ah ja, so ging das. Ich wähle mal die Lähmungsbeschichtung. So. Lähmungsbeschichtung, passt. So, ja, ich habe es eh vorher schon gesagt. Der ist in die Richtung. Der Puke Puke. Da ist er! Und gleich auf die Flügeln. Da, ja, jetzt kommt seine Giftattacke. Fuck, er hat mich erwischt. So, heilen und kurieren. Kräutermedizin. Oh, der Wichser natürlich auch wieder. Ach Gott, und diese Viecher auch noch. Ah, ich sag's ja, der Anja Nord. Okay, hier oben sogar Spuren. So, da heile ich mich gleich einmal mit dem. Ja, das hatte ich auch urlange gedacht, ist eine Pflanze, dabei heilt das. Diese Vitalitäten, keine Ahnung, ihr wisst schon, diese Pflanze da gerade, ja. Dachte, das ist auch so ein Pflanzenobjekt, dabei heilt dich das, so wie diese Vitalitätsbesten. So, da sind sie, servus! Wie geht's, wie steht's, meine kleinen Schnurtruppler. So, man kann die nicht ansprechen oder so. Ja, man geht praktisch nur hin und ja, weiß nicht, einige Zeit später dann schließt sich der an. So war es zumindest beim letzten Mal. Weil da dachte ich, man kann mit denen reden und sagen, ja gut, komm mit. So war es aber nicht. Man macht, okay, gut, geht nicht mehr, keine Ahnung. Aber, oh fuck, 10 Minuten. Scheiße. Scheiße, verflucht! Gut, kommt's mit bitte. Okay, Puke Puke, wo ist er? Oh, sag nicht, ich sehe ihn nicht. Anja Nord, Jagras. Da ist er! So. Komm schon. Jetzt geht's ums Eingemachte. 10 Minuten nur mehr, das ist nicht mehr allzu viel Zeit, vor allem. Jo. Ich weiß ja nicht. Ha, einsammeln muss sein. Auch jetzt noch unter Zeitdruck. Ja, vor allem, ich weiß ja nicht, wie, ja, wie viel der aushaltet. Ah. So, dann machen wir gleich mal die Schlafbeschichtung. Genäht schon wieder. So, ja, jetzt hatte ich mich sowieso verdrückt.
Alter, mein Gift-Dingster-Bumster. Oh, er hat mich voll erwischt. Gegengift. Ja, seht ihr, jetzt ist er geblendet. Er war aber jetzt leider ein bisschen weit entfernt, von daher weiß ich nicht. Bam! Und Nahkampfangriff! Bam! Drachentöter! Nochmal! Nochmal! Ja, seht ihr? Das betäubt ihm ordentlich lange. Ja, voll im Kopf. Oh Gott, der Arsch wieder. Okay, dann lasse ich die mal ein bisschen kämpfen. Ah, Fuke Fuke Feder. Oh, du blöder Sack, Alter. Oh, geh doch auf den Fuke Fuke. Ah, er hat schon wieder Blitzfliegenkäfig aufgebaut. Mein kleiner Smoky. Oh Gott, der kommt da auch rauf. Ich scheiße mich an. Kann ich mich da ein bisschen verstecken? So, wo habe ich das jetzt hingeben? Dieses Gift-Dings drum. Da. Ja, Gift, okay. Ja. Wo ist denn jetzt der Puke Puke? Aha. So. So, ich blende mal in Anjan ab. Bei ihm wirkt das leider nicht so lange, aber ja, zumindest mal ein bisschen. Nahkampf. Explosion. Okay, machen wir Explosion, ja. Das ist alles schon. Boah, alles schon verbraucht, die ganzen Beschichtungen. Na bumm. Aber schnell gegangen. Halten anscheinend nicht sehr lange. Ja, erst zieh den Bogen. Komm schon. Genau. Bäm. Haha, jetzt hat er ordentlich gekriegt, hä? Vergiftet ist er auch, weil er in der Giftwolke steht. Tja, daneben, mein Lehrer. Ah, Blitzfliegenkäfig. Oh. Seht ihr, da steht er. Ah, ein kleiner Jagd ist auch dabei. Und, ja, Fallengenie. Sehr gut. Jetzt ist der Schnurtruppler dabei. Nicht der Jagdanführer, aber der Fallengenie. Das ist auch in Ordnung. Bam! Stärksten Angriffe. Voll im Kopf. Ihr seht, er ist lang geblendet. Er ist noch immer geblendet von dem Käfig. Ja, gebrochenes Teil. Kopf gebrochen. Ja, Flügel auch noch ein bisschen. Sehr gut. Smoky und die anderen lenken ihn ab. Oh, der Jagras ist schon gestorben. Und Giftbombe!
Oh, tat das weh, hä? Alter, wo will er jetzt hin? Scheiße, wo fliegt er hin? Komm schon. Komm schon, schnell, wir haben nicht viel Zeit. Da ist er, glaube ich, eh. Verflucht. Haha, sein Gift hat mich nicht getroffen. Ja, Rankenfalle. Und auf dem Flügel. Nochmal gebrochene Teile. Ich hoffe, es geht sich zeitlich noch aus. Es wird knapp. Aber komm schon mit der ganzen Unterstützung. Alter, deppert da. Oh, fuck. Dieser Puke-Puke erst. Komm am Boden. Schieß an. Der mit seiner Fliegerei und dann ist er wieder Kilometer entfernt. Oh, hör auf zum Klettern. Komm, wir haben keine Zeit mehr. Komm, das wäre urschade, wenn die Quest jetzt scheitert, nur weil, ja, wegen der Zeit, weil ich so immer dumm trödelt habe. Wo ist er denn jetzt? Oh, meine Fresse. Super, wieder beim Anjanat vorbei, auch noch. Scheiß mich an. Ja, das hätte ich jetzt einsammeln sollen, ja. Egal. Fuck, 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 fuck. So, weiß nicht, vielleicht ist das jetzt besser. Da oben ist er. Da ist ein Nest, oder wie? Deppert da, hä? Was glaubst du eigentlich? Wo ist er jetzt schon wieder? Oh Gott, nein! Oh, verflucht nochmal. Shit. Fuck. Okay, das speichere ich aber jetzt nicht. Das Sprung, habe ich eben gesagt, automatisch speichern, ausgestellt. Oh, schade. Kopf. Ich hätte ihn gleich gehabt. Gleich hätte ich ihn gehabt. Schade. Aber gut, ja. Bin ich selber schuld, weil ich ja vorher so lang. Ja, weil ich vorher so lang immer dumm trödelt habe, bin ich selbst schuld. Aber na gut. Ja, also. Ich werde laden und wir sehen uns dann gleich wieder in der zweiten Jagd gegen Puke Puke und dann werde ich nicht so viel Zeit verlieren.